Die Herren, ihr seid gerade am Weidegustieren. Welcher ist im Moment der Spitzenreiter? Ja, das ist jetzt noch schwierig zu sagen. Wir haben noch nicht alles probiert. Bleiben denn noch länger da, in dem Fall? Mo, ich denke, man nimmt noch ein Gläschen zwei. Hast du lieber Rotwein oder Weisswein? Also ich bin eh für einen Rot. Rotwein? Mal. Ja. Eben, es gibt auch südländische Wein, italienische Hemmer, Wein aus Übersee, aus Südafrika etc. Du bist ein Weinkenner oder du schaffst ab und zu ein feines Schlückchen Wein. Also schon eh ab und zu ein Schlückchen Wein. Ja, ich möchte mich jetzt nicht gerade als Kenner bekennen oder so. Ja. Man hat ja gehört, dass das Weintrinken mit dem Alter, dass man mehr spürt, weil sich scheint das Geschmacksnerven besser ausbilden. Kannst du da schon etwas zu dem sagen? Ja, so alt bin ich jetzt auch noch nicht. Aber mal so, seit man so 30 war. Und kommt man auf den Geschmack, gell? Wir sind etwa im gleichen Jahrgang, oder? Ja, das könnte etwa so sein, ungefähr. Vielen Dank, gell, für das Interview mit uns auf Uri TV. Da ist ja nicht dagegen, gell? Du kannst dir vielleicht noch schnell vorstellen. Ja, ich bin das Dönis Guido aus dem Muttital. Das ist gut, Muttitaler, kommen hierher, tipptopp. Also, das war es von der Weinmesse Uri in Altdorf im Winkel. Das findet alle zwei Jahre statt und es hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Dann haben wir ja ihre Kräfte.